Anlässlich des 128. Jahrestages der Inbetriebnahme der Barmer Bergbahn am 16. April 1894 wurde das Modell im Maßstab 1:22,5. Am 16. April 2022 in Betrieb genommen. Zwei Modellbauer, Helmut Becker und Klaus Hoffmann, haben vor vielen Jahren ein Funktionsmodell der Barmer Bergbahn mit LGB-Gleisen und Zahnstangen für den Zahnradantrieb gebaut. Die Barmer Bergbahn war eine meterspurige Zahnradbahn, die auf 1,6 Kilometer Länge einen Höhenunterschied von knapp 170 Metern überwunden hat. Dabei wurden an der steilsten Stelle 185 Promille bewältigt. Die Bergfahrt dauerte 14 Minuten, bergab ging es etwas schneller in ungefähr 12 Minuten. Die Bahn wurde 1894 gebaut und war von Anfang an zweigleisig. Es war die erste elektrische zweigleisige Bergbahn Deutschlands und sie wurde mit 600 Volt Gleichstrom betrieben. Zwei offene und zwei geschlossene Motorwagen wurden nach Originalunterlagen nachgebaut. Selbstentwickelte Antriebe mit eigens dafür angefertigten Getrieben mit Messingzahnrädern treiben die Fahrzeuge im Adhäsionsbetrieb wie auch im Zahnradbetrieb an. Die Wagenkästen sind weitgehend aus Holz gefertigt. Die Anlage wird analog betrieben und von Hand gesteuert. Zwei Schiebebühnen, eine in der Talstation, eine hinter dem Bergbahnhof, der in unmittelbarer Nähe des Tölleturms auf den Wuppertaler Südhöhen lag, sorgten für den Verschub der Fahrzeuge für die Richtungsgleise. Auch im Modell sind die Schiebebühnen funktionsfähig nachempfunden. Ausgangspunkt ist die Haltestelle am Kleff im Zentrum Barmens, unweit der Wuppertaler Schwebebahn. Der Endpunkt befand sich unweit des 26 Meter hohen Tölleturms, einem beliebten Ausflugsziel. 1959 wurde die Tölleturmbahn stillgelegt, gegen den Widerstand vieler Bürger von Wuppertal. Das beliebte Argument seiner Zeit: Unwirtschaftlichkeit und hohe Sanierungskosten. Nicht ahnend, was für ein Schatz diese Bahn heute wäre. Nun hat diese Anlage einen Platz im Wuppertaler Miniaturland unter verkehrshistorischen Gesichtspunkten erhalten.